herzlich willkommen wieder bei Tony Fresh, meine Freunde. Freunde, heute kommt der fünfte Teil von meinem krassen Film Amigo Escobar raus, ja? Amigo Escobar rastet mal wieder aus, so wie immer. Lasst ein Abo da, Daumen hoch, meine Freunde. Und wir sehen uns den Film jetzt mal rein, ja? Richtig krass, let's go! Hallo Leute, mein Name ist Funny, Funny Erdbeer. Und man nennt mich Funny, weil ich immer so funny bin. Ich bin Spezialist in Ausbrücheplanen. Also, wenn einer in den Knast kommt, ja, ich mache einen Plan und er bricht dann wieder aus, weil mein Plan einfach so krass ist. Und wir konnten ein paar Leute wieder befreien von unserer Organisation. Die sind frei und deswegen machen wir jetzt Party hier. Funny Erdbeer macht Party hier. Yeah, yeah. Wir gucken mal, wie ich tanzen kann. Was ist das für ein Wort? Gut. Yeah, yeah, yeah. Ganz locker, flockig hier. Chicken making hier. Ja, ganz sauber! Ich bin schwer! Wenn ich einen Plan mache, brech schnell aus! Zum Takt hier! Ganz leicht wippen zum Takt, und es sieht gut aus! Ganz lässig! Ja, Funny Erdbeer! Party, Party! Jiha, 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 jiha! Ich weiß schon, mein Schmink ist voll schmiert! Ja, ja! Ja, ich liebe es, wenn die Pläne funktionieren, wenn die Pläne aufgehen! Das ist einfach cool! Ich freue mich so da, ich platze vor Energie. Ja, unser Plan hat funktioniert. Ja, krass. Aber jetzt Spaß beiseite. Ja, ich glaube, der hat wirklich einen Denker der Waffe. Ich glaube, er ist aus dem Erdhaus geflohen. Wirklich jetzt. Ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. Ja, krass. Ja. Unsere Homies konnten wir aus dem Knast befreien. Ja, der Plan hat funktioniert. Ja, ja, wir konnten unsere Homies befreien. Oh, 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 yeah, super. Yeah, yeah, unser Plan hat Amigo, funktioniert. Amigo, yeah. Party. Party! Party! Mein Name ist Amigo Escobar und die Polizei will mich hinter Gitter sehen. Yeah, ich krieg mich niemals! Egal wie oft ihr kommt, ich knall euch alle ab hier! Nimm das hier! Polizei, du bist verhaftet! Ja, ich krieg mich niemals! Niemals! Verdammt! Ich betreibe Luxusmüllhandel auf Tonnenbasis. Die Polizei schafft es immer mehr LKWs aus dem Verkehr zu ziehen, so dass es zu Lieferengpässen kommt. Und diese Lieferengpässe führen zu Streit. Ach, verdammt! Ja, jetzt kann ich wieder nicht pünktlich den Rockern liefern. Und die rasten wieder richtig aus so. Deswegen muss ich höchstpersönlich zu den Rockers fahren, um das zu klären. Jedes Mal dasselbe. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Aber dieser Kindergarten muss aufhören. Es muss nur noch eins sein. Pack verträgt sich. Und dann macht Pack noch mehr Geld. So, hier unten Vertreffpunkt. Oh, Amigo Escobar, darf ich mit dir ein Selfie machen? Nicht jetzt, nicht jetzt. So, hier. Ich habe keine Zeit, jetzt Selfies zu machen. Wichtige Sachen zu erledigen. Wo ist er? Hey, Prisi, wo bist du? Warum die Lieferung so spät? Warum? Hey, hör auf damit. Du kriegst Rabatte für die Verspätung. Hast du verstanden? Oh, danke, danke. Zum Glück gibt's ein paar Polizisten, die noch Schmiergeld annehmen. Ey, passt auf, die wollen heute bei euch einreiten, ja? Und euren LKW hochnehmen, ja? Macht alles sauber, okay? Habt ihr gehört? Jeden Tag, den ganzen Tag, nur Action. Hey Leute, alles okay? Ja, Boss, alles okay. Ja, ja, mittelmäßig. Was heißt mittelmäßig? Berichte. Es wurden wieder ein paar LKWs hochgenommen, hier und da. Außerdem haben wir noch ein paar Waffen von uns beschlagnahmt. Ein paar Leute sind wieder gefallen. Ja, überall, also. Ja, die Polizei, die stresst einfach. Die stresst. In guten Zeiten sieht anders aus. Es ist normal, dass Leute fallen. Es ist normal, dass LKWs hochgenommen werden. So, das gehört leider dazu. Auf der anderen Seite fallen auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Ja, leider, auf beide Seiten, ja. Ach Mann, wir haben schon richtig gute Leute verloren, aber das muss man wenigstens sagen, so, ja? Ja, rest in peace auf Pronto, auf Pronto. Ja, Pronto war auf jeden Fall einer der krassesten, so. Na, ah, Pronto, wie ich ihn vermisse. Ah, ihm geht's bestimmt gut. Ja, stabile Kerle geht's immer gut. Ja, Leute, Amigo, mein Freund, die kann ich nicht sehen. Von all denen hast du mich am meisten gemocht. Deshalb kannst auch nur du mich sehen. Komm mit, schnell, komm mit. Pronto, wie geht's dir? Ja, komm mit, hey, Amigo. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ey, ich hab dich vermisst, mein Freund. Ach, so einzustellen, warte. Verdammt. Meine Geisteskraft, schaff ich krass. Das? Hä? Wie machst du das? Mit Geisteskraft, warte mal, ich muss mich konzentrieren. Steig ein, steig ein. Ey, cool. Ja, ich kann aber nicht lange hier auf der Erde sein, dich zu besuchen. Ich wollte nur ganz schnell Hallo sagen. Geht es dir gut? Mir geht es gut. Ich bin in Gangster Paradise. Ich konnte dich bremsen. Mein Bein, ich verschwinde wieder. Ich löse mich gleich wieder auf, mein Freund. Pronto, wir sind diesen Typen direkt hinten reingefahren. Ja, er sieht dich nicht. Nein, ich bin ein Geist, er kann mich nicht sehen.
Er denkt, ich bin da reingefahren und dann bin ich schnell auf den Beifahrersitz geflüchtet. So sieht das aus, so sieht das aus. Ist ja kein Wunder, dass er so wütend wird. Ja, guck dir doch mal an. Er denkt wirklich, dass ich gefahren bin. Ich bin nicht gefahren. Ja. Hier, Junge, hier. Er ist nicht gefahren, ich bin gefahren. Er denkt wirklich. Mein Freund, ich gehe wieder zurück. Ich schaffe es nicht mehr. Es kostet so viel Kraft. Pronto, danke, dass du vorbeigekommen bist. Es hat mir sehr viel bedeutet. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hast du gehört, ja? Ja, tschüss, Amigo, tschüss. Ja, okay. Ey, das weiße Auto, das ist ja einer von unseren Leuten. Mal, geh mal weg hier. So, schnell. Krass, seine negative Energie hat ihm nur Pech gebracht. Hey, Amigo, was machst du denn hier? Ah, es war gerade zufällig in dieser Gegend hier. Cool, was für ein Zufall. Ich fahre gerade zum Tuning. Zum Tuning? Wieso denn? Ja, ich will, dass wir dieses Auto hier umbauen. Umbauen lassen? Ja, damit wir noch mehr Luxusmehlfahrer transportieren können. Doppelter Boden und so etwas, weißt du? Genau. Da können, wenn wir gerade dabei sind, können wir auch noch so einen kleinen Fach einbauen lassen, ja, wo wir ein paar kleine Schusswaffen mit transportieren können. Für den Fall der Fälle. Das ist genau richtig. So machen wir das. Super. Fahr gleich mal reinfahren hier. Das ist super Einsatz. Aufpassen hier. Ja, das Auto ist doch sowieso Schrott. Ja, nicht mehr lange hier. Oh, die Kriminellen wieder. Was darf's denn diesmal sein? So, folgende Bestellung. Doppelter Boden für Luxusmitteltransport, ja? Panzerung. Und ein kleines Fach, wo wir Schusswaffen verstecken können. Ey, super! Super! Ja, und gar nicht so richtig auffällig. Super, richtig super gemacht hier. Gefällt mir. Doch was ein paar Tage später passiert ist, das war alles andere als super. Los hinterher! Los, los, los! Los, los, sichert das ganze Gebäude! Sofort auch die Hinterausgänge! Sofort alle raus! Los, 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 los! Sichert die Ausgänge! Die Hinterausgänge müssen gesichert werden! Wir werden hier diesmal dingfest machen! Räumen Sie sich! Gesichert! Gesichert! Diesmal werden wir es schaffen! Achtung, Polizei! Sichert die Hinterausgänge. Wir müssen jetzt alle verhaften. Wir werden jetzt Amigo Escobar festnehmen. Gute Nachricht, wir haben ihn festgenommen. Wir haben Amigo Escobar festgenommen. Seine Kumpels sind flüchtig. Ich wiederhole, seine Kumpels sind flüchtig. Wir haben Amigo Escobar verhaftet. Er ist in Haft. Wir haben ihn. Seine Kumpels sind flüchtig. Los, Jungs, kick down, kick down. Ah, die haben Amigo Escobar festgenommen. Scheiße. Wir müssen Amigo Escobar befreien. Wir müssen danach Fanny Erdbeer kontaktieren. Fanny Erdbeer, der muss einen Ausbruchsplan machen für unseren Boss. Ja, schnell, kick down, schnell, weg. Hallo, ich bin der Pressesprecher der Polizei. Vor mehreren Stunden hatten wir hier einen Einsatz, wo wir dann den allergrößten Luxusmehlverkäufer der Welt verhaften konnten. Amigo Escobar sitzt in Haft. Yeah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Er sitzt im Knast und wird nie wieder rauskommen. Die Bürger von Los Santos sind jetzt vor diesem Irren sicher. Das war's. Polizei-Action. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja? Freunde, bleibt immer gerade in euren Denken, in euren Handeln, egal was ihr tut. Denn langfristig lohnt es sich nicht, rentiert es sich nicht, irgendwas anderes zu tun, habt ihr gehört, als gerade so sein. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Daumen hoch, euer Tony Fresh!